unten in den Tunnel rein. Damit wir ein Auto bekommen. Also ich bin echt verwirrt, was das hier soll momentan. Ich dachte, die Story klärt sich irgendwie. Dankeschön. Raus, sofort! Ich will nicht sterben! Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Hilfe, das ist ein Notfall! Hallo, sind Sie noch da? Hallo? Nein, da ist keiner mehr da. Nikki wird nie zurückkommen. Ich habe sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Jetzt sagt er das alles nochmal. Sicher. Okay. Ja, echt jetzt? Huch! Ruft der jetzt noch an? Echt jetzt? Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Denken Sie, die Polizei erschießt! Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Ihr könnt mich mal... Scheiße, die US-Scans, ey. Ja, wischt mich da wieder 100 pro. Es ist so unmöglich, diesen Dingern auszuweichen. Das ist so zum Kotzen einfach. Eine Strafe hat bereits Ja, ich kann mich selber mal schießen. Das glaube ich ist gerade das Beste, bevor ich hier ewig wieder wegrenne von den Leuten. Aua, mich hat irgendwas mega gestochen. Das tut gerade mega jucken. Oh. Nein, wie nennt sich's? Mücke. So. Nikki wird nie zurückkommen. Ich hab sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Alter, du erzählst es gerade zum dritten Mal. Ich meine, ist ja schon packend, sie aber... sind beide sicher. Ich weiß, oh, ich weiß nicht. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Wie Leute das Spiel gemacht haben, die haben irgendwie den perfekten Drang dazu gefunden, das Spiel gleich in der gleichen Art und Weise, wie sie spannend machen, gleich wieder zu zerstören. Zum Beispiel, indem man sich Dialoge 5000 Mal anhören muss. Der Mann, der dann einfach die Schnauze voll hat, weil es gar nicht mehr spannend ist und einfach nur nervtötend im Endeffekt. Familie. Ja, Lucky Quinn. Ja. Jetzt wird er mir antworten müssen. Und da müssen wir hin. Na dann schauen wir mal. Was jetzt hier so abgeht. Das macht man nicht, mein Guter, das macht man nicht. Das Mellow Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen, warum. Und danach stirbt er. Weißt du genau, wie das abläuft. Ich renne da rein, muss mich an 5000 Wachen vorbeischleichen, vielleicht muss ich mich auch durchhacken. Und dann kommen 5000 andere Wachen, die rufen dann noch Verstärkung, dann kommen nochmal 30 Milliarden Wachen. Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor?
Quinn gefunden. Kamerazugriff. Na dann. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange. Sehr lange. So wie ich Lucky kenne. Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Mein Mann hat Ihnen letztes Jahr eine große Summe gespendet. Ich bin sicher, dieses Jahr spenden wir wieder. Meine Frau, die Tochter würde sich ganz davon. Nein, nein, du hörst mir einfach nicht zu. Ich will raus. Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege. Und dieses gottverdammte Auktionsfiasko. Jetzt sind wir beide im Visier. Du wolltest dieses Amt. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben ihr Rack erwischt. Der Bürgermeister bekämpft die Gangs. Rose wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky! Okay, greifen die aufs Netzwerk zu und deaktivieren das Sicherheitssystem. Ja, das übliche Fiasko hier wieder. Jemand hat den Alarm ausgelöst. Das ist der Alarm. Sieh nach, was los ist. Infiltrieren Sie das Hotel. Ich habe einen echt guten Tag. Echt gut. Du Penner. Wir haben einen Eindringling im Sicherheitssystem des Hotels. Schaut euch das bitte mal an. Was? Nein, bitte! Der hat eine Waffe! Genau das hat die Stadt noch gebracht. Oh, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Der hat sie ja nicht alle. Scheiße, die sind alle schreien. Er ist bewaffnet! Lauf! Hoffentlich rufen sie sich die Polizei hier drin, ne? Wow! Stehen bleiben! Ganz allein. Hey,
sollen sich beeilen. Geht klar. Okay, go, go. Jetzt bin ich hier einmal eingebrochen. Na, kommt der Fahrstuhl jetzt mal. Hallo, gehen wir es durch. Nein, das darf nicht wahr sein. Mehr Leute. Das war knapp. Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Er erwartet dich wohl. Gut. Das sehe ich auch so. Immer halt unser Leben zerstört, ne? Sie nehmen Warnungen nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann es vorbei ist. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nichte starb in dem Auto. 6 Jahre alt. Oh. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Sie müssen verzeihen. So viele Leute kommen mit ihren kleinen Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. Wo ist... Ach da. Nee, schon wieder so einer. So was nennt man Skill. Endlich habe ich so ein Vieh mal gleich erledigt. Kann ich nicht? Üben wir es einer, die Treppen hoch sind welche. Das muss ich durchchecken lassen. Pass auf, er schießt gleich. Lol. Ich kann den Schützen abschießen, das wusste ich gar nicht. Lucky Quinn, wir haben da ein kleines Problem, denn im Schießen bin ich ziemlich gut. Also ich sehe nichts. Fuck, wo ist der hin? Leitstelle hier ist TH4, vor dem freien Luftraum an. Wir verschwenden nur Zeit, der ist lange weg.
Irgendwo hier ist Quinn, alles klar. Ist Lucky Quinn. Ich komme da nicht durch jetzt, gell? Macht der recht Spaß. Der muss hier drinne sein. Finden Sie Quinn. Der muss hier in diesen Räumen sein. Okay. Ich raff das nicht. Finden Sie Quinn. Ach, hier. Nun, hier wären wir. Sie sind noch jung, Mr. Pierce. Drehen Sie sich einfach um. Gehen Sie weg. Ich schwöre Ihnen, dieser Raum ist absolut sicher. So viele Leute wollen Sie schnappen, das gilt auch für mich. Aber es ist weitaus schwieriger, als wir dachten. Der Raum ist... Ach, guck mal da. Erwarten Sie Applaus, wenn Sie da rausgehen, dass die Stadt vor Ihnen niederkniet.